Ja, hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ausgabe Let's Play World of Tanks mit Operation Durchbruch. Ich weiß nicht, warum ich übrigens gerade Ausgabe gesagt habe. Gar keine Ahnung. Aber ist egal. Wir haben heute einen schönen Panzer am Start und zwar den ERC 90 F4 in der Shark-Ausführung. Das gefällt mir ja besonders gut. Und ja, da bin ich jetzt selber sehr gespannt, wie ich hier die Kanone zum Einsatz bringen kann. Ich muss wieder aufpassen, weil ich bin ja immer ganz gern der, der viel zu früh, viel zu schnell drauf fährt und dann merkt, hoppala, das geht nicht gut. Ja, auf den schieße ich so nicht nochmal. Nimm mal den, der steht schön, schön mit dem Heck zu uns. Ah, da bin ich nicht ganz drauf gekommen, wo ich eigentlich drauf schießen wollte, aber nimm mal halt dann dich, weil auf dich geht's easy. Und nochmal da der Hit auf den Expeditionspanzer. Oder hier den UF-40, immer schön einfach her mit den Zielen. Boah, ich sehe hier gar nichts mehr, du. Also den kriege ich noch so raus. Brauche ich kaum was sehen. Hey, hier ist aber mal Stimmung in der Bude. Ach, schade. So, ich muss da auch noch aus dem Rauch raus. Da geht mir irgendwie ein bisschen auf den Keks. So, Stingray. Mache ich halt einen Scout. Na? Yep. Muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht noch mehr dicke Hits bekomme. Abgeprallt, ist klar. So, dann den Ramka. Der zeigt mir nämlich. Oh, Ati, Ati, Ati. Ja, feindliches Artilleriefeuer, schon alles klar. Hier geht's aber auch rund, du. So, der ging aber noch rein. Diese Art die ganze Zeit hier. So. Na, komm schon! Jetzt, einer noch. Jupp. Zack. Und auch der klappt. Nein! Oh, Ati, geh mir nicht auf den Senkel, ey. Oh, so. Actionreicher, als es eigentlich unbedingt notwendig sein müsste, sag ich mal. Also da ging es jetzt ordentlich hoch her. Aber das hat gerade so ein richtig schönes Feeling gehabt. Also, oh, diese Radpanzer, gell? Teilweise bringen sie mich um den Verstand. So, ja, BMP-3. Kriegst du es von der Seite? Nein, da ist er schon weg. Ach, der ist doof, der ist doof, der fährt scheiße. Komme ich nicht so durch? Muss ich auf dem bleiben? Jetzt, schön. Zeig mir dein Türmchen und zeig mir deine Seite. Ja, genau so brauche ich das. Fein. Also die Nebenmissionen, die wurden alle schon erfolgreich erledigt. Das ist schon mal sehr, sehr sympathisch, dass man da jetzt diesmal nicht darum betteln muss, dass sich jemand um die Nebenmissionen kümmert. So. Oh. Wer ist denn da oben? Ah, da stehe ich besser als du, mein Freund. Oh, und den Kill kriege ich aber nicht. Das ist ja wieder mal eine feine Nummer. Ja, genau. Schießt du noch auf mich? Oh, ich krieg die Kanone nicht runter.
So, ja, der steht schön, den nehme ich jetzt erstmal. Ja, das hat doch super funktioniert hier mit den Jungs und Mädels. Zack, schaut einfach lustig aus, musste ich jetzt tun. Ich konnte gerade nicht widerstehen. Also ich muss hier jetzt echt nur ein bisschen aufpassen. Sorry. Da wollte ich unbedingt den Kill mal haben. Ich gebe es ehrlich zu. Aber, wie gesagt, man sollte jetzt nicht unbedingt greedy werden. Wie komme ich denn auf den jetzt drauf? Weil ich will ja echt nicht noch sterben. Darauf habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich Muße. Aber bisher lief es ja wirklich sehr fein. Schöne Action. Aber ich will jetzt mein Feldreparaturset auch nicht nutzen. Also das müsste auch so funktionieren, sage ich mal. Ich habe jetzt aber auch nicht vor, irgendwie jetzt hier noch großartig die Gegner zu suchen, weil wenn ich die jetzt anfange zu suchen, dann finden sie mich und dann sind diese 243 Hitpoints nichts mehr wert. Deswegen kann er sich hier ruhig austoben, da der ERC. Da war. Aber ich bleibe hier im Cap und hol mir da so den Sieg, weil das ist am Ende das einzig Wichtige, dass man hier mit dem Sieg nach Hause geht. Und nicht hier meine Crew so schinden müssen. So. 3, 2, 1. Und Sieg! Sehr schön. So soll es sein. Und jetzt schauen wir mal, wie wir uns da so am Ende geschlagen haben. Was da das Endresultat natürlich ist. Also ich hoffe, ihr seid auch aktuell damit ganz zufrieden, dass ich die Shark Tanks zeige, aber ich finde es immer schön, wenn neue Panzer dann da sind, dass man die auch einfach mal präsentiert, weil die sind halt so nicht so häufig gesehen. Und jetzt schauen wir mal, was das Endtableau so hergibt. 8800 Schaden, 3723 gespottet. Damit bin ich hier auf den zweiten Platz gelandet. Da bin ich zufrieden. Und die Details seht ihr wie folgt und 158.000 Credits gab es gesamtnetto raus. Ja, alles in allem eine schöne Runde mit dem Schützen und dem Teamwork natürlich, weil keiner gestorben ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und als kleiner Geheimtipp wurde unter mein letztes Video gesagt, man soll doch hier die Garage einfach mal laufen lassen, ohne die Maus zu bewegen. Bis zu 8 Minuten passiert da wohl was ganz Nettes. Macht es doch einfach mal und sagt mir, wie ihr das fandet. Ich will euch jetzt hier nichts spoilern. So, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.